Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Enderal. In der letzten Folge sind wir hier in das Versteck von Jesper und seiner Schwester eingedrungen, zusammen mit ihm. Er möchte sich mit seiner Schwester unterhalten und wir sollen den anderen Weg nehmen, um uns von hinten anzuschleichen, um eventuell, falls es eine Komplikation geben sollte, eingreifen zu können. Aber dadurch hat er uns jetzt hier durch die Gruft geschickt, wo jede Menge Untote auf uns warten. Ach, es ist schön. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon wieder zweimal im Level aufgestiegen. Das heißt, wir können zweimal Fähigkeiten hier verbessern. Ich weiß noch nicht, ob wir hier... Was ist das eigentlich? Die Erinnerung der Distributor Thaumaturg verstärkt den Einsatz für eure Licht- und Mentalmagie. Alle Metall und Licht sind für so zu bewegen. Ich weiß nicht, ob ich das so sehr brauche. Was ist denn da oben? Fängt mal für Psychone. Wir müssen diese Entropie und Entropie und auch das ganze andere Zeug ein bisschen besser lernen, anstatt immer nur unseren Elementarismus. Schocknova Elektrofunktion. Schock nur, was ist das denn? Aber Feuer, für Feuer haben wir nichts. Das ist cool. So, mal gucken, ob es hier noch eine doppelte gibt. Runen können nun weiter von euch entfernt werden und die Wirkdauer aller Elementarzauber ist permanent erhöht. Betrifft auch Nachbrennen durch Feuer und Verlangsamung durch Frost. Doppelte Distanz bei Wirken eines Runenzaubers, 15% verlängerte Wirkdauer bei Elementarzaubern. Auch nicht schlecht. Okay, dann geht's nun weiter. Hä, war H nicht immer für dieses... Ah, das Menü wollte ich öffnen. Danke. Okay, sehr interessant alles. Okay. Hier haben wir das andere Skelett noch in der letzten Folge ausgeschaltet. Natürlich immer noch einer kommen. Das dürfte ja keiner sein. Ich hoffe, ihr ist, das ist nicht so wie in Skyrim, dass die einfach aufstehen. Scheiße. Das sieht hier voll aus wie eine Falle.
Ich hoffe, wir sind jetzt hier durch. Durch die Gruft. Du bist also gekommen. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet. Adila, also doch. Was soll das alles? Warum bin ich hier? Und was hast du mit diesem Mann gemacht? Dein Gedächtnis war schon immer etwas löchrig, was? Auf den Steinkreis, los! Wer ist das denn? Auf die Knie! Jetzt sieh ihn dir an, Jesper. Sieh ihn dir genau an. Valencio Doran. Beim Namen der Sonne. Richtig. Du hättest sehen sollen, wie er geheult und geschrien hat. Schon erstaunlich, was ein Schwert an der Kehle mit Menschen so alles machen kann. Aber leider habe ich schlechte Nachrichten für dich. Nie mehr. Ich werde dafür sorgen, dass du nie mehr jemandem etwas antun wirst. Und ich werde es genießen. So wie bei all dem Abschaum, der nach dir dran sein wird. Adila, bitte. Das ist doch einfach lächerlich. Du hast nicht einmal die leiseste Ahnung, was du da sagst, geschweige denn tust. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Ich werde das weiterführen, was Vater wegen Ungeziefer wie ihm hier nie zu Ende bringen konnte, Jesper. Und ich werde sie alle büßen lassen. All diese Verbrecher, die meinen, sie könnten der Gerechtigkeit entfliehen. Es hätte mir klar sein sollen, dass du das nicht verstehen würdest. Schau dich an, wie du hier stehst, Löcher in die Luft starrst und dämliche Fragen stellst. Du bist einfach erbärmlich. Der einzige Grund, dass du hier bist, ist, dass ich trotz allem, was du getan hast, trotz allem, was du geworden bist, glaube, dass du ein Recht hast, dem hier beizuwohnen. Du sollst sehen können, wie der Mensch, der uns alles genommen hat, seine gerechte Strafe bekommt. Der schwarze Stein. Oh verdammt, dann ist es wirklich wahr? Du weißt von dem Stein? Ja, Hör mir zu, Adila. Was auch immer du getan hast, du hast es nicht aus freien Stücken getan. Der Stein, er ist böse. Und er kontrolliert dich. Was soll das werden, Jesper? Einer deiner großartigen Witze? Die Dalvarex haben den Stein seit Generationen. Und dass ich ihn gefunden habe, war ein Geschenk des Schicksals. Damit wir endlich wieder unserer Vorherbestimmung folgen können. Vater hat das versucht, aber er ist gescheitert, weil er nicht gesehen hat, welche Macht in dem Stein schläft. Aber ich habe es. Und ich werde sie nutzen. Nein, du verstehst das vollkommen falsch. Scheiße. Scheiße, verdammte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das wusstest du noch nie. Aber jetzt ist es ohnehin egal. Hau ab, Jesper. Ich habe mich umentschieden. Ich dachte, das hier bin ich dir schuldig, aber wie du daherredest, zeigt mir, dass ich mich getäuscht habe. Du bist kein Dalvarek, das warst du noch nie. Du verstehst mich nicht und du wirst mich nie verstehen. Schau doch mal an, was aus dir geworden ist. Du arbeitest für die Leute, gegen die Vater gekämpft hat. Eigentlich hättest du auch gleich auf sein Grab spucken können. Das ist doch nicht wahr! Gut. Adila. Du willst, dass ich gehe, und ich werde deinem Wunsch nachkommen. Aber nicht ohne den Stein. Was? Der schwarze Stein. Du wirst ihn mir geben. Etwas Schlimmes ist im Begriff zu passieren. Und ohne ihn werden wir es nicht aufhalten können. Es tut mir leid, wenn es nicht das ist, was du hören willst. Darum geht es dir also. Du willst ihn für dich. Was? Nein! Geh. Adila, ich... Geh! Na gut. Verzeih mir. Du. Alter! Die hat gerade Jesper.
Wer seid ihr? Dafür werdet ihr sterben, beim Namen der Sonne, ich schwöre es. Nein, was habt ihr getan? Er wollte es so. Verdammter Narr, Jesper. Du elender, verdammter Narr. Ich hätte es wissen müssen, dass er nicht alleine kommt. Und, was werdet ihr nun tun? Versuchen, mich zu töten? Ich sollte euch warnen. Das ist eine schlechte Idee. Das habe ich gemerkt. Das Letzte, was wir jetzt noch brauchen, sind mehr Tote. Gebt mir den Stein, dann lasse ich euch laufen. Den Stein, natürlich. War mit wohl allem hätte ich gerechnet, ziemlich lustig. Wisst ihr? Mit einer Moralpredigt. Irgendeiner ethischen Standpauke, warum ich Valencio nicht töten sollte. Oder einer Entschuldigung, warum er sich all die Zeit über einen Scheiß um mich gekümmert hat. Aber nein, viel besser. Es ist ihm vollkommen egal. Er will nur den Stein für irgendeinen seiner verdammten Aufträge. Und ich war blöd genug zu glauben, er wäre für mich hier. Ich kenne euch nicht. Und ich töte niemanden, der sich keines Verbrechens schuldig gemacht hat. Also werde ich euch gehen lassen. Aber wenn ihr auch nur eine falsche Bewegung macht, dann werde ich euch zerschmettern. Das schwöre ich beim Namen der Sonne. Was Jesper gesagt hat, war die Wahrheit. Verflucht nochmal, ihr werdet manipuliert. Merkt ihr das denn nicht? Ihr habt die Menschen in Ark getötet? Nicht ohne den Stein, gebt ihr mir ohne... Sagen wir erstmal das. Was ich merke, ist, dass ich seit langem wieder eine Perspektive habe. Eine Rechtfertigung dafür, dass ich noch lebe und die anderen nicht. Wenn der Stein mich manipuliert, dann bin ich ihm dafür dankbar. Ihr habt die Menschen arg getötet? Ich habe sie gerichtet. Und das ist erst der Anfang. Und wenn ihr hier seid, bedeutet das, dass ihr die Beichten gelesen habt. Das sollte mir zumindest die Frage nach dem Warum erübrigen. Ich werde nicht ohne den Stein gehen. Gebt ihn mir, oder ich muss euch dazu zwingen. Wie ihr wollt. Hä? Muss jetzt nicht irgendwas passieren? Alter! Übertrieben! Wie, Was? Och nö, jetzt müssen wir das ganze Gespräch nochmal anhören. Ist das euer fucking Ernst? Du bist also gekommen. Oh. Ich muss zugeben, ich habe nicht damit gerechnet. Adila, also doch. Was soll das alles? Warum bin ich hier? Und was hast du mit diesem Mann gemacht? Dein Gedächtnis war schon immer etwas löchrig. Weißt du was? Ich probier's mal was. Auf den Steinkram. Was zum Henker? Ich habe dir gesagt, du sollst alleine kommen. Wie kannst du nur jetzt? Wie kannst du nur? Nein, Adila, du siehst das gar nicht, tue ich. War wohl keine so gute Idee. Warum kann man die nicht töten, wenn... Ach. Ich will mir nicht das ganze Gespräch nochmal anhören müssen. Vor allem, ich schaff's ja sowieso nicht gegen die. Wir sind zu schwach. Die haut ja auch eine. Los. Die haut ja auch eine Magie raus. Das ist nicht. Das ist ja nicht möglich. Leute, ich mache jetzt mal kurz einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Auf die Knie. So, da bin ich auch schon wieder zurück. Ja, ich habe das Gespräch jetzt mal abgebrochen. Adila hat Jesper getötet. Und jetzt konfrontieren wir sie nochmal. Wenn mir das nicht viel bringt. Was? Wer seid ihr? Dann versucht es. Ist einfach mal so übertrieben, was sie da raushaut. Haben wir irgendwas gegen Feuerschutztrank? Ja.
Weil ich sehe ja auch nichts mehr. Wenn ich mir jetzt vielleicht alles reinhaue, wird es das vielleicht noch ein bisschen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung, ob mir Arktis Winter weiterhilft. Okay, anscheinend hat sie keine, hat vielleicht keinen Mana mehr. Ich hoffe es jetzt einfach mal. War ein Fehler. Tut mir leid. Aber das war's. Beziehungsweise mir tut's überhaupt nicht leid, die hat erstmal getötet. Oh, Alter. Und das ist eigentlich die Klamotten von der dunklen Bruderschaft. Den nehme ich mal mit. Ist das Andenken? Die rote Sonne, Alter. Und ein Silberschwert. Wow. Schwarzer Stein der Delvarex. Oh Mann, ey. Jesper, Mann. Hä, wer bist du? Ey, Jesper. Es tut mir so leid. Mir so leid. Den schwarzen Stein zurück nach Ark bringen. Und ich würde sagen, das mache ich erstmal auf den einfachsten Weg. Auf den schnellsten Weg. Tut mir leid, Jesper. Was? Warum? Das ist natürlich jetzt doof. Ich weiß nicht, ob es an unserem Arkanisten als liegt es an dem Stein oder an was liegt es? Warte, ich speichere mal schnell hier. Ich meine, ich mache meinen richtigen Save Point hier. So, jetzt probiere ich das nochmal. Oh. Gut, das war natürlich doof. Heißt also, wir müssen laufen. Kann ich wenigstens was essen? Alter, nicht die. Wie unvorhergesehen doch manchmal der Tod kommt. Es ist irgendwie bitter, nicht wahr? Ungerecht. Alter, ihr habt Sirius getötet. Sirius? Ja, den kennt ihr vielleicht noch aus der ersten Folge. Ihr seid wütend, weil ihr mich für den Tod eures Freundes verantwortlich macht. Aber ich habe nur getan, was getan werden musste. Bitte versucht, das zu verstehen. Was ist denn hier handlos? Was getan werden musste, ihr hättet mich um ein Haar getötet. Ihr seid entzürnt über die Gefahren, die ich euch anscheinend gebracht habe.
Aber was wäre wohl passiert, wenn ich nicht gewesen wäre? Lasst uns einen Blick wagen, Prophetin. Einen Blick in die Wirklichkeit, die ihr der hiesigen so vorzuziehen scheint. 3 Stunden nach eurem Kampf im Bug läuft Kapitänin Rostius' Schiff in Ark ein. Ihr wartet ab, bis der Lärm verstummt und schleicht mit eurem Kumpanen gemeinsam ans Deck. Und beinahe schafft ihr es, aber eben nur beinahe. Ein paar Meter vom rettenden Dock entfernt bemerkt ein Matrose namens Rajik eure Präsenz. Es bedarf keiner Erklärung, um zu verstehen, wer ihr seid. Und vielleicht würde Rajik euch unter normalen Umständen sogar laufen lassen, ist er doch eigentlich ein freundlicher und mitfühlender Mann. An diesem Tag aber leider nicht. Seit Jahren arbeitet er nämlich schon auf eine lang ersehnte Beförderung zum 8. Steuermannsmart hin. Aber erst heute früh wurde ihm die seinem verhassten Rivalen verliehen und er ist wütend. So unendlich wütend und enttäuscht. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Welche bessere Möglichkeit gäbe es, die Kapitänin von seiner Tauglichkeit zu überzeugen, als derjenige zu sein, der 2 blinde Passagiere findet? 2, die die ganze Reise von den Vorräten der Mannschaft gezehrt haben? Von da an geht alles schnell. Ein Schwerthieb für euren Nacken, ein für den eures Freundes und niemand, der euch diesmal ein zweites Leben schenkt. Aber so ist es nicht geschehen. Der erste Flügelschlag ist geschehen. Und wo steht ihr nun? Ihr habt Fähigkeiten, von denen ihr nicht mal zu träumen gewagt hättet. Ihr könnt das Echo der Vergangenheit hören. Und ihr werdet Entscheidungen treffen, deren Ausmaß ihr selbst nur am Rande begreifen werdet. Sagt mir also, Prophetin, ist dieses Schicksal dem anderen nicht vorzuziehen? Es ist so ein Unsinn. Niemand kann die Zukunft vorhersehen. Woher wollt ihr wissen, dass genau das geschehen wäre? Ihr wollt wissen, woher ich all das weiß. Und eure Frage ist berechtigt, denn ich kann nicht in die Zukunft blicken. Tatsächlich ist das aber überhaupt nicht vonnöten. Alles, was es braucht, ist ein Blick unter die Oberfläche. Und man beginnt zu begreifen, dass wir alle nicht mehr als ein tosendes Meer aus Wahrscheinlichkeiten sind. Und lauscht man dem Tosen nur lange genug, wächst das Formlose schließlich in Form und das Unbegreifliche wird greifbar. Okay, und was hat das denn alles zu bedeuten? Welche Rolle spielt ihr in diesem Zyklus? Seid ihr ein Hoher? Fragen wir erstmal das. Ihr wollt wissen, ob ich zu denen gehöre, die ihr bekämpft. Aber nein, das tue ich nicht. Die Hohen, die Menschheit, die Steine, das sind die Elemente des Spiels. Ich bin größer als das. Aber ihr versteht nicht, wovon ich spreche. Und vielleicht werdet ihr es auch nie verstehen. Okay, und was soll das jetzt? Habt ihr noch etwas anderes vor, es klug daherzureden? Ihr glaubt, dass es meine Absicht ist, euch zu verwirren. Aber ihr irrt. Ich bin hier, weil ihr denkt, ich wäre es gewesen, die euch damals auf dem Schiff einen Menschen genommen hat. Und obwohl das nicht stimmt, gefällt es mir nicht, als pure Zerstörerin gesehen zu werden. Also werde ich meine eigentlich non-existente Schuld begleichen. Trete zurück. Dann sie ist durchsichtig. Was ist die? Ja. Erweckt sie Jesper zum Leben? Lebt wohl, Prophetin. Vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht auch nicht. Warte. Nach Jesper sehen. Jesper! So heiße ich. Aber... Adila, was ist passiert? Sie hatte dich attackiert und ich musste doch etwas tun. Es tut mir so leid. Das... danke, aber... Ich erinnere mich nur noch an einen Feuerblitz und dann... Schwärze. Alles ist so verschwommen. Jesper, ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte, aber du warst tot. Was? Die verschleierte Frau vom Schiff, sie hat dich irgendwie zurückgeholt.
Ich verstehe es selbst nicht. Das ist alles etwas zu viel. Viel zu viel. Bitte, gib mir etwas Zeit mit Adila, in Ordnung? Geh nach Ark, geh irgendwo hin. Aber bitte, lass mich allein. Bitte. Okay, Jesper. Es tut mir wirklich leid. Aber ich hatte keine Wahl. Weil dir brennt immer noch. Was mich interessiert, die rote Sonne. Ist das ein Einhänder? Scheinbar. Schönes Schwert auf jeden Fall. Gut, Jesper, ich lass dich allein. Denn das war's auch von dieser Folge von Let's Play Enderal. Ja, krasse Folge. Wir konnten es doch noch schaffen, Alida zu töten, zu besiegen. Auch wenn es echt hart war, wir mussten da wirklich alles an Tränke reinwerfen, was ging. Sonst wäre das echt schief gegangen. In der nächsten Folge werden wir dann zurück nach Ark gehen, den Stein abliefern und mal sehen, was da noch kommen wird. Und das mit der verschleierten Frau. Echt krass. Bis dahin. Ciao.